Aufrüstung. 4 Ampelanlagen in Cottbus werden künftig vom Verkehrsrechner der Stadt gesteuert. Die betroffenen Ampeln sind in der Kolkwitzer und Berliner Straße. Sie wurden rekonstruiert und an das Verkehrssteuerungs- und Störmeldesystem angeschlossen. Damit kann auf etwaige Störungen schneller reagiert werden. Die Kosten für die Umrüstung betragen knapp 200.000 Euro. Premiere im Glätthaus. Im Rahmen des Literaturwettbewerbs Mutausbruch gibt es dieses Jahr zum ersten Mal den Familienliteraturtag. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können auf Entdeckungstour zum Thema Kreativität und Literatur gehen. Dazu gibt es einen Schreibworkshop. Der Familientag findet am 26. Januar von 14 bis 18 Uhr im Glätthaus statt. Der Eintritt ist frei. Einfälle. Das Satire-Festival geht in seine 25. Ausgabe. Jährlich kommen Studenten im Januar nach Cottbus, um alleine oder in Gruppen das Kabarett-Event zu feiern und mitzumachen. Das Festival wird am Donnerstag um 19 Uhr im Staatstheater offiziell eröffnet und läuft dann noch bis Sonntag.